Es wird langsam ernst, denn wie ein Brancheninsider berichtet, könnte schon nächsten Monat eine Ankündigung zu The Sims 5 kommen. Alle wichtigen Infos in diesem Video. Nachdem wir am Mittwoch schon erfahren haben, dass The Sims 4 bald für alle kostenlos zur Verfügung stehen wird, geht es weiter mit großen News. So haben die Entwickler nämlich ebenfalls einen besonderen Sims-Livestream angekündigt, in dem verraten werden soll, woran die Entwickler derzeit arbeiten. Dieser wird am 18. Oktober um 19 Uhr stattfinden und hat sogar einen eigenen Namen, hinter den Kulissen The Sims-Gipfel. Tatsächlich wirkt der Livestream relativ mysteriös. Normale Livestreams werden sonst nie so groß angekündigt und bekommen sogar einen eigenen Platz auf der Startseite. Besonders interessant am Blog-Eintrag ist, wie die Entwickler das eingebettete Bild des Plumbobs in lila, blau, türkis und grün benannt haben. Dieses wurde nämlich mit dem Namen Q3 Project Sunrise Plumbob hochgeladen. Das klingt erstmal ein wenig kryptisch, wir nehmen aber mal den Namen ein wenig auseinander. Q3 steht hier für das dritte Quartal des Jahres, also die Zeit zwischen Juli und September. Jetzt zu Project Sunrise. In der Entwicklung von Videospielen wird häufig intern mit unzusammenhängenden Projektnamen vom eigentlichen Spiel gearbeitet. Damit kann man ein wenig verhindern, dass unbeabsichtigt Infos über einen noch nicht veröffentlichten Titel nach außen geteilt werden. Wenn beispielsweise eine Mail mit Bezug auf Project Sunrise geleakt wird, kann man damit als außenstehende Person weniger anfangen, als wenn es in der Mail um The Sims 5 geht. The Sims 4 hieß beispielsweise intern Project Olympus, könnte mit Project Sunrise, also The Sims 5, gemeint sein? Als ich mir die Grafik dann selber auf der Seite angesehen habe, ist mir dazu aufgefallen, dass die Entwickler das Bild umbenannt haben. Dieses heißt jetzt ganz generisch nur Sims 4, Play Sims for Free, New Plumbob. Ganz schön auffällig, wenn man den ursprünglichen Namen einfach so abändert. Es wird aber noch besser. Der Videospieljournalist Jeff Grubb, welcher ebenfalls schon Nintendo-Präsentationen in der Vergangenheit korrekt vorhergesehen hat, hat sich ebenfalls in einem Interview zu einer Ankündigung von The Sims 5 geäußert. Er verrät hier ganz schön viel, er ist sich nämlich sehr sicher, dass The Sims 5 schon nächsten Monat angekündigt wird. Er geht aber ebenfalls darauf ein, dass wir das Spiel trotzdem nicht so schnell spielen werden können und The Sims 4 damit noch eine Weile weiterläuft. Diese Information macht auch EA im Blog-Eintrag nochmal besonders klar. Das würde also bedeuten, dass die Entwickler nicht nur Informationen zu neuen The Sims 4 Inhalten, sondern auch erste Informationen zum Nachfolgeteil im Livestream besprechen werden. Tatsächlich bin ich wirklich überrascht, dass The Sims 5 möglicherweise jetzt schon so schnell um die Ecke kommt. Jetzt scheint alles einigermaßen schnell zu gehen. Bestätigt ist hier natürlich noch nichts, die Spekulationen sind mit einer Prise Vorsicht zu genießen, aber tatsächlich klingt alles hiervon sehr realistisch. Erwartet hier aber noch keinen Trailer oder ähnliches, die einzigen echten Infos, die ich mir hier vorstellen kann, sind ein erstes Logo oder grobe Kernfeatures. Es bleibt spannend, wenn ihr keine Neuigkeiten zu The Sims 5 und anderen Ankündigungen von The Sims 4 verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal, das würde mich auf jeden Fall freuen. Was denkt ihr zu dieser News? Könnt ihr es ebenfalls kaum abwarten, bis wir eine Ankündigung zum nächsten großen Sims-Teil bekommen werden? Oder freut ihr euch eher auf andere Neuigkeiten zu The Sims 4? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.